17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Der burgenländische Landeshauptmann Kiri spricht in der Radioreihe im Journal zu Gast von einer Diffamierungskampagne gegen seine Person. Deutscher Gewerkschaftsbund veranstaltet Massenkundgebungen gegen die Sozial- und Wirtschaftspolitik der neuen Koalitionsregierung in Bonn. Sie ist doch da gestanden. Ich wäre wahnsinnig. Also wenn man mich jetzt fragen würde, wo das... Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wenn ich einmal etwas brauche... Sag mal, Elfi. Ja, bitte. Ich kenne dich bisher als Schriftstellerin, ich kenne dich als Malerin. Aber übst du für die Aufnahmeprüfung ins Reinhardt-Seminar? Bitte, wieso? Was heißt das? Ja, weil du da Monologe aufsagst. Ich kann nicht annehmen, dass du vielleicht zu jenen Unglückseligen gehörst, die aus lauter Kontaktarmut mit sich selber reden. Ich bin überhaupt nicht kontaktarm. Ich fluch nur vor mich hin, weil ich was suche und nicht bin. Entschuldigung. Ja. Sag einmal bitte, von wo kommst du? Ich habe mich gerade bei der Küche vorbeigeschlichen, weil da amtiert ja die Hilla. Ich komme aus einer kleinen Konditorei. Wir haben da in der Nähe eine sehr nette kleine Konditorei. Du, das mit der kleinen Konditorei. Ich habe mir das jetzt so angeschaut. Das ist ein Ehepaar, nicht mehr ganz jung. Die fangen in der Früh mit der Arbeit an. Die arbeiten bis am späten Abend, auch Samstag, meistens auch noch am Sonntag. Ja, also von einer 40-Stunden-Woche kann bei denen wirklich überhaupt nicht die Rede sein. Ein Familienbetrieb, da ja, ist ja, natürlich, so. Natürlich. Aber bitte, wo steht das geschrieben, dass in einem Familienbetrieb die Leute sich zu Tod arbeiten müssen? Dabei bin ich obendrein überzeugt, die verdienen nicht einmal sehr viel. Ich glaube nicht, dass die also sozusagen das, was man als Minimum ansieht, für eine Lebenshaltung im Monat, dass die verdienen. Tja, also die Selbstständigen. Und deswegen bist du hingegangen und aus lauter Mitleid hast du dir ein paar Torten gekauft, Nein, erstens einmal bin ich nicht aus Mitleid hingegangen, sondern ist mir gerade jetzt nur so eingefallen. Und zweitens habe ich mir keine Torten gekauft, immer ein paar Cremeschnitten habe ich mal mitgemacht. Du, die machen Cremeschnitten fabelhaft. Also sowas von erstklassigen Cremeschnitten. Nur so beim Dämmel können sie nicht sehr viel besser sein, aber dafür sind sie halt beim Dämmel viel teurer. Was kriege ich eigentlich von dir, wenn ich das der Sockerl nicht sage? Effi, du hast halt ein Pech. Du kriegst gar nichts von mir, weil von mir aus kannst du das ruhig der Sockerl sagen. Die arme Sockerl ist heute sowieso schon völlig aus dem Häuschen, weil heute darf sie ja nicht ihre prachtvollen Gugelupfs und was sie da sonst kocht machen, sondern heute muss sie ja... wie nennt man das, also von der Nouvelle Cuisine, so eine Abart, was man am Nachmittag auch essen kann. Es ist irgendwas ist mit Haferflocken dabei. Aber ich glaube, Haferflocken, also bitteschön, meine Großmutter hat uns auch schon mit Haferflocken gefüttert. Also das ist doch was anderes. Das sind nicht so Haferflocken wie von deiner Großmutter, die man gegessen hat, wenn einem nicht gut war. Nein, das ist jetzt ein Bestandteil der neuen Ernährungswissenschaft, weißt du? Das ist ja auch genauso mit dem Fett, nicht? Deine Womit? Großmutter hat sich auch mit Schmalz gekocht. Ja, sicher, du, diese Schnitzeln, die so aus Fett herausgebacken wurden. Na, fabelhaft. Ach, da erinnere ich mich noch mit. Oder die Erdäpfelnudeln. Mein Gott, bei den Erdäpfelnudeln, da war die Hauptsache, dass noch viele Bröseln dabei sind. Also weißt du, manchmal waren mir die Bröseln noch lieber wie die ganzen Erdäpfelnudeln. Aber natürlich gebe ich zu, sehr cholesterinhältig. Ja, das glaube ich. Damals hat man ja überhaupt nichts gewusst, wenn einem nicht gut war, hat man nicht gewusst, dass der Cholesterin Spiegel nicht stimmt. Aber weißt du, etwas ist wirklich interessant, ich denke mir das so oft, dass man so draufgekommen ist, dass das Schlankersein so wichtig ist. Früher hat man immer geglaubt, wenn man dick ist, natürlich, dann hat man Kraft und so. Ja. Und denk jetzt bitte einmal, wie das bei den Sängern ist. Früher waren doch alle Sänger dick. Ja. Und heute sind sie schlank und singen genauso schön.
Also, naja, Elf ist sehr schön, also eben die Schlankheit und so. Nur bitte, ich nehme ja nicht an, dass du deswegen dir meinen Platz angeeignet hast. Oh, entschuldige, nein, nein, es ist am Heiligen Nein, ich finde es sehr hübsch, dass ich einmal sehe, wie man so einen Sessel sieht. Das ist eine andere Perspektive. Ja, ja. Na, also bitte, was führt dich also wirklich zu mir? Ja, ich bild mir ein, dass dieses Bild, weißt du, dieses kleine Porträt, das ich einmal von der Dinerl gemacht habe, das ich dir damals zum Geburtstag geschenkt habe, sagt, das ist doch hier gestanden. Das war doch hier bei den Büchern. Ja, ja. Du erinnerst dich richtig. Es ist keine Halluzination. Es ist tatsächlich dort, ist es gestanden. Ah, da ist es gestanden. Ja, aber heute kannst du es dort nicht finden, weil es nicht da ist. Ja, wieso? Wo ist es? Schau, ich habe vorige Woche wieder in einem Stadtgeschäft so einen schönen Biedermeier-Rahmen gesehen, der mir sehr gefallen hat. Da habe ich mir gedacht, das Bild von der Tina würde eigentlich in diesen Biedermeier-Rahmen fabelhaft hineinpassen. Dann habe ich das Bild dort hingegeben und lasse es dort einrahmen. Aber bitte Ende nächster Woche kannst du das schon haben. Oh, danke, das ist leider für mich zu spät. Ich hätte es für morgen gebraucht. Bitte, was willst du morgen mit dem Bild machen? Ja, ich brauche es für jemanden, der sich dafür interessiert. Was, der interessiert sich für die Tina? Nicht für die Tina, sondern für meine Porträts. Er will wissen, ob ich... Ach so, du sollst den porträtieren? Nein, er interessiert sich dafür, ob ich überhaupt fähig bin, Porträts zu machen. Und da wollte ich ihm das kleine Porträt... Du, ich glaube, dann war das sehr günstig für dich, dass du ihm das Porträt nicht zeigen kannst. Wieso? Naja, weißt du... Allgemein legen Leute, die porträtiert werden wollen, großen Wert darauf, dass sie sich dann auf dem Porträt ganz genau, fast möchte ich sagen, fotografisch wiedererkennen. Also das wäre ja nun bei dem Porträt von der Tina wirklich nicht der Fall. Nein, ich sag das nicht abschätzig, sondern ich finde, du hast hier weniger die Porträtähnlichkeit herausgearbeitet, sondern den Charakter der Tina. Altmodisch müsste man sagen, du hast ihre Seele gezeichnet. Franz. Weißt du, dass das erste Kompliment ist, das du mir eigentlich machst für meine Arbeit. Aber nein, das wirklich ich habe immer geglaubt, du siehst das einfach nicht, was man ausdrücken will. Nein, ich bin niemand, der immer auf jeden Fall gleich jedem was Angenehmes sagt. Franz. Naja, bitte. Aber du wolltest irgendwo, willst du nicht auch noch was von der Hilla? Ja. Na, bitte, wenn du... Aber vor allem möchte ich dir Danke sagen. Danke. Ich freue mich so drüber. Ist die Hilla in der Küche? Die Hilla ist in der Küche. Ja. Die muss aufpassen, dass die Sokol in die Nouvelle Cuisine nicht zu viele Kalorien hineinbringt. Ja gut, also ich werde mich ein bisschen einmischen. Ja, misch dich ein. So, Frau Sokol, und jetzt nehmen Sie diesen geschroteten Leinsamen und geben ihn in die Joghurt. Und bitte, sollte es zu sauer sein, ein bisschen an Süßstoff. Aber gnädige Frau, wir haben doch unberufen keinen Diabetiker im Haus. Muss man den ganzen Gatsch noch grauslicher machen? Kann ich nicht ein bisschen Eischnee hineinrühren und 2 Löffel Zucker? Nein, ausgeschlossen. Jetzt seien Sie still. Na ja. Frau Sokol. Glauben Sie mir, wenn da noch geschrotete Weizenkeime hineinkommen und wenn da die Äpfel dazukommen, das wird ausgezeichnet schmecken. Und vor allem, wenn jemand das nicht will, die Joghurt, dann kriegt er eine Topfencreme mit Äpfeln. Aber natürlich aus Magertopfen. Ja. Na, ich bin ja neugierig, was der Herr Guido, unser Feinspitz, zu diesem Mal sagen wird. Hm? Der Feinspitz? Ja. Ja, wissen Sie, der steht Feinspitz, doch am meisten auf meinen Kugellupf. Der steht auf Ihren Kugellupf, aber der steht auch auf die Gesundheit. Vor allem seitdem er mit der Krankenschwester befreundet ist. Ich weiß, ist. Nicht Freundin. Ja. Na gut, ich mach, was Sie wollen. Werden wir ja sehen, was das Ganze für einen Effekt hat. Nein, ich bin auch neugierig. Es wird den Leuten ganz bestimmt sehr gut schmecken. Ich möchte Ihnen zeigen, dass man nämlich gute Sachen machen kann, ohne dass es einem sofort die Röcke sprengt. Röcke sprengt es nicht. Ihr plagt euch mit dem Körnelfutter herum. Naja, plagen nicht. Mir also macht das Spaß. Wirklich? Also ich habe es probiert. Ich finde, es ist eine furchtbare Batzerei. Vor Vitamintabletten werden sie auch tun. Okay, wie kannst du denn sowas sagen? Du warst die Erste, die gesagt hat, nach dem Ferien, das gibt's jetzt nicht. Jetzt hören wir auf mit dieser üppigen Esserei und wir wollen jetzt nur gesund leben. Und ich werde was sagen, das ganze Batzerei ist nur deshalb, weil wir noch ungeübt sind. Wenn wir das einmal können, dann können wir das ja viel besser und viel schneller und viel einfacher machen. Ich habe keine Geduld zum Üben. Ella, kannst du einen Moment, die Frau Sokol? Ja, ich weiß nicht, kann ich Sie allein lassen? Da habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie heute wieder sehr hübsch sind. Dankeschön. Hat Ihnen noch niemand gesagt? Nein. Ich bitte Sie, vergessen Sie nur nicht, Weizenschrotkekse zu geben zu jedem Schüssel.
Schnitzel mit der Topfencreme, gell? Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, und den sauren Äpfel und den sauren Joghurt und dann das Händelfutter drauf. Ich? Wo brennt's, mein Schatz? Ja, Hela, es brennt. Du bist mir nicht mehr böse, weil ich dir damals bei der Gruppentherapie, weil ich da so ein bisschen dir gesagt habe, dass der Ernst zu dir kommt und sich bei dir ausweint. Ja, so. Ja, du hast ganz recht gehabt. Ja. Aber also das, was ich dir jetzt sagen will, hat damit ein bisschen zu tun, Hilla. Ja, wieso? Ich möchte dich bitten, dass du es einmal umgekehrt machst. Oh. Ich brauche dich, Hilla. Du musst mir bitte helfen, mein Problem zu lösen. Aber und gern, Elfi, warum geht was geht's? Hilla, ich möchte es dir jetzt sagen und wenn du es dann dem Ernst, also so um fünf Ecken herum beitragen könntest. Ja, machen wir. Ja. Machen wir. Also, na? Du erinnerst dich, dass ich damals diesen Entwurf gemacht habe für diese Bank, weißt du, für den Weltspar. War das mit den Schillingen? Ja, ja, die Bäume, die in den Himmel wachsen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Was ist mir damit geschehen? Ja, die haben das angenommen. Nein. Ja, seit gestern, also seit dem Weltspartag, hängt das jetzt in sämtlichen Filialen von der Westbank. Warum hast du mir das nicht gesagt? Wäre ich doch gestern hingegangen, hätte man es angeschaut. Aber das hängt ja weiter. Stolz, meine Schwiegertochter. Nein, das kannst du ja immer wieder anschauen gehen. Ich gehe mit dir. Ja, ja gut, mach mal. Ja, also, und es ist so, wie ich damals diese Entwürfe zu dem Direktor von der Bank gebracht habe, bin ich im Wartezimmer gesessen. Wartesalon heißt es. Und habe meine Mappe mitgehabt und da ist ein Herr gesessen, der auch gewartet hat und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Ja. Ja? Und das ist ein gewisser Dr. Stauffer. Das ist der Besitzer von einer Werbeagentur, weißt du? Aha. Und er hat mich so gefragt, was haben Sie in der Mappe drin und das interessiert mich, hat sich's angeschaut und also, ich weiß nicht, scheinbar hat sie ihm irgendwie zugesagt oder was. Auf alle Fälle hat er gesagt, bitte könnten Sie mich morgen anrufen. Na, hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, ich habe nicht widerstehen können. Na, recht hast du, und was ist los? Also. Na, also schau, es wäre ein Angebot von ihm. Und zwar für diese Werbeagentur. Die suchen einen Designer, ja? Und, also, ich meine, ich finde Werbung ist ja eigentlich was ganz Gutes. Also ich meine, für meinen Beruf, das ist interessant. Der Hutter und der Fuchs, die haben doch sogar damals diese Plastiksachen, die man im Supermarkt gekriegt hat. Na, sicher. Das ist doch sehr hübsch. Na, wenn man was kann, dann freilich. Ja, also ich habe angerufen und er hat mir diese Position als fixen Posten angeboten. Was? Elfi? Das gibt's doch nicht. Du, ich gratuliere dir. Ja. Aber das ist doch fabelhaft. In der heutigen Zeit kriegt man so ein Postenangebot und die anderen warten jahrelang drauf. Ja. Ich gratuliere dir wirklich. Na, bitte gratuliere mir nicht. Warum? Ich hab doch nicht zugesagt. Ja, jetzt verstehe ich gar nichts. Ich kann doch nicht zusagen. Er hat auch gesagt, ich soll reisefähig sein, also mobil sein, also immer bereit sein, irgendwo hinzufahren. Ach so. Du Liebe. Na, stell dir vor, wie soll ich das dem Ernst beibringen? Ja, also du, ich glaube, sehr glücklich würde er nicht sein, wenn du den ganzen Tag außer Haus bist. Das glaube ich auch. Du, das wird er sein. Guten Tag. Ja, grüß Gott, Herr. Schönste Küchenfee, heute in Grün. Das ist wunderbar. Wie geht's? Wie steht's? Alles in Butter? Danke, mir gut. Ich bin in Margarine sozusagen. Eigenartig. Ich beschnuppere. Was ist das? Jetzt tanzen wir der Dackel im Wald schnuppern. Ja, ja, nein. Ich bitte, fremde, unbekannte Gerüche entströmen heute Ihrem Reich. Nach was riecht's denn? Nach Apfelstrudeln, nach Mondstrudeln, nach Kugelhopf? Lass uns mich nachschnuppern, nachdenken. Nichts derartiges nehmen meine feinen Geruchsnerven auf. Um es ehrlich zu sagen. Es säuert. Sie haben ausgezeichnete Geruchsnerven, Herr Gulder. Es säuert wirklich. Danke. Wir renovieren nämlich. Was, schon wieder? Vor nicht allzu langer Zeit waren doch die Handwerker im Haus, ne? Nein, wir renovieren nicht den Plafond und nicht die Wand. Wir renovieren unsere Essgewohnheiten, hat die Kneffrau gesagt. Eine novelle Cousine. Wer bitte? So eine Cousine? Ja, ja. Das ist so Yoga und Joghurt und Topfen. Ja, ja. Und so, damit wir nicht zu dick werden. Ja, ich verstehe schon. Sie
Sie meinen Nouvelle Cuisine? Das ist so heißt das. Ja, das ist doch schon wieder alter Hut. So alter Hut? Frau Sokol, mollig, das ist schön. Sie zum Beispiel haben die Idealfigur. Ja, ja, überall ein bisschen was. Ja, überall ein bisschen zu viel. Nein. Aber mein Engel hat gesagt, ich darf nicht annehmen. Nein. Und er hat gesagt, man wird außerdem auf die Nerven völlig hinig, weil die gehören in Fett gebettet. Die Nerven? Ja. Ja, der Recht ist gescheit, das ist ein sehr weiser Mann. Aha. Ja, ich verstehe. Wir sollen also sozusagen die Versuchskaninchen für die Nouvelle Cuisine, die neue Küche, meine lieben Schwägerin sein. Verstehe ich da recht? Ja, Sie verstehen da recht. Sie sind die Jungen da wohnen. Da haben wir alle Augenblick irgendwas anderes. Und die dicke Franzi ist da überhaupt kein Schaf drauf. Ja. Ein Tag steht's Kopf, darf man nicht auf sie reden. Aha. Dann faltet sie wieder so die Füße unter sich, sitzt drauf, darf man nicht auf sie reden. So wie im Türkensitz. Das Türkensitz, ja. Ja. Na, sie betreibt Yoga. Yoga. Yoga, das ist gesund und gut ist das. Ist gut, ja. Ja, das ist gesund. Was, ja, sagen Sie einmal, wie ist das denn einmal mit der Jausen? Wie ist das mit der Jausen? Ja, sie hat gesagt, die meisten Menschen begehen langsam Selbstmord mit Messer und Gabel. Ja. Und das will sie bei uns verhindern. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben Messer und Gabel zu Topf und Kollatschen noch nicht gebraucht. Aber bitte, bitte, es kann ja sein. Herr Gut, dann gehen Sie aber hinein und sagen Sie das selber, ja? Ich sage es Ihnen. Ja. Ja, eine Bitte habe ich an Sie, Frau Super. Vergessen Sie mich nicht. Gehen Sie seine Lose. Auf Wiedersehen. Grüß euch, Kinder. Ah. Ja, eigentlich ist mir gar nicht so fröhlich zumute. Dilla, küsst die Hand. Grüß dich. Dir ist nicht fröhlich zu dir, was ist denn? Mir geht's schlecht. Ja, sag einmal, muss ich von der Sokol solche Hiobsbotschaften hören? Hilla, du willst unsere gemütlichen Samstagnachmittage zu frustrierenden gastronomischen Experimenten missbrauchen? Bloß keine saftigen Kollatschen mehr, keine Gugelhupfe. Ja, was reichst du uns denn zum Kaffee? Ja, jetzt bin ich direkt verlegen, wenn du so taug bist. Nein, also schau mal, es ist wirklich, also es ist etwas Neues. Ich reiche diesmal verschiedene Müslis und eine Topfencreme, die ganz ausgezeichnet ist mit Apfeln. Ja, und geschroteten Leinsamen, das ist sehr gesund, das wird dir sehr gut tun. Ja. Und dreierlei Tees. Drei? Ja, das haben wir noch nie gehabt, wir haben immer nur Kaffee getrunken. Diesmal gibt es einen schwarzen Tee, einen Malventee und Kamille. Lila, was kann? Nein. Das wäre ein Luxus. Nein, nein, bitte. Also ich würde dir Kamille raten, da kann überhaupt nichts passieren. Für jedes... Ah, habe ich also doch richtig gehört. Mein Bruderherz ist da. Bruderherz, ja. Der hat ein bisschen die Sonderstempel geordnet. Na, Guido, hast du schon für heute einen großen Jausenhunger? Du bist ein Bosenhunger. Wieso? Sir Franz, möchtest du mir nicht einen kleinen Stärkungsschluck verpassen für meinen labilen Kreislauf anstatt des gewohnten Kaffees? Ja, du bist ein Glückspilz, Guido. Du hast immer mit deinem labilen Kreislauf zu tun, wenn du in der Nähe von meinem Cognac bist. Du hast gesagt, ein kleiner Schluck, und darf es ein bisschen mehr sein? Du in ein bisschen gupfen. Ich werde ein bisschen gupfen. Also. Bitte wünscht noch jemand vielleicht Nein, etwas. Danke, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ah. Ich habe dringend in der Küche bei der Sokol zu tun. Na, und wie ist das mit dir, Elfi? Was macht dein Kreislauf? Also, weil ich habe das Gefühl, mir tät der kleine Cognac eigentlich ganz gut. Aha, auch der Kreislauf? Na, bei mir ist es nicht der Kreislauf. Ah, nein. Entschuldige. Ja, ja, bitte, bitte, was ist denn? Na, ich werde das nachher erklären, aber ich glaube, das ist der Ernst. Bleiben Sie nur, meine Frau, ich geh schon. Nein, nein, Frau Sokol, das ist mein Anhang. Gehört alles zu mir, bitte, was jetzt kommt. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. So, das ist Maria. Heinz. Leg auf, Heinz, bitte dich. Ja, bitte. Aber herrlich. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist denn die Tini und der Tommy? Schön der Reihe nach. Die Tini hat noch eine Stunde bei dem Fräulein Brandauer bekommen. Die hat noch eine Nachhilfestunde für sie frei gehabt. Am Samstagnachmittag, die wird ganz schön konzentriert sein. Ja. Wo ist der Tommy? Tommy ist beim Fußballmatch. Ja, der Admira Wacker gegen Klagenfurt in der Südstadt. Ja. Das hat er heute in der Früh nicht gesehen. Nein, bitte, da bin wie an so vielen wieder ich einmal schuld. Ja, aber es ist nämlich so, dass der Tommy war Vormittag im Geschäft und nachdem ich schon gesehen habe, wir haben nämlich so viel zu tun, das wird sich sicher nicht da ausgehen. Da habe ich Sie also sozusagen statt dem
Tommy bekommen. Eben, ja, der Tommy hat von mir die Karte und dafür haben sie mich. Ich bin das Austauschkind. Ja. Ein Wunschkind. Ja, ja, natürlich. Ich habe darauf bestanden, dass er mitkommt. Du, wir haben bis jetzt geschuftet mit den Wilden. Und wann das Telegramm kommt aus Frankfurt, das wir erwarten, dann müssen wir vielleicht noch einmal. Nicht? Also, er hat sich die Jausen redlich verdichtet. Ja, die Oma hat sicher noch ein bisschen Kugelhupf für den Kleinen. Also, alles kann ich euch versprechen, aber einen Kugelhupf kriegt er halt bestimmt. Jetzt nicht das was anderes. Eine Überraschung. Oh, ich meine, so die Mama, ich bitte dich, die Mama ist natürlicherweise in der Küche. Denn, ja, du wirst es dann schon bemerken, wir haben heute eine besondere Jause und diese besondere Jause, der gibt sie derzeit den Feinschliff. Was, ein Feinschliff der Jause? Ja, ja. Na gut, also ich bin gespannt. Aber egal, was auch immer, hoffentlich kriegen wir bald was zu essen. Ich habe einen Mordshunger, ich habe heute kein Mittagessen gehört. Du Arme, du wirst noch von Kräften kommen. Ja, aber du kannst ganz sicher sein, Ernstl. Deine Mutter wird dir eine extra Portion Weizenschroten servieren. Wie bitte? Was Weizenschroten? Ja. Sag einmal, gut, erschreck mich nicht. Nein. So, bitte, schau, lass ihn. Er ist ein Bold. Ein tückischer Bold. Witzbold. Aber bitte, setzt euch doch, komm, steh mal nicht da so herum. Ich bitte, wieso? Ich hab den Mund vor mit dem Weizenschroten. Also, ich werde das gleich einmal erklären. Schau, du kennst doch deine Mama. Deine Mama immer auf der Suche nach dem Neuesten. Ja. Meist sind einmal die Grünen, dann ist ein anderes Mal der Tierschutzverein. Na, dann muss sie mal hier demonstrieren und so. Ich hab sie ja schon mal von der Polizei auslösen müssen. Ich erinnere mich. Und jetzt bitte hat sie entdeckt, dass die Nouvelle Cuisine auch eine Abart hat, die man bei der Jause verwenden könnte. Das heißt also, diese Teigmampferei, wie sie das jetzt zuletzt genannt hat, das kommt nicht mehr in Frage, so Kugelhupf und solche Sachen. Nein, wir haben jetzt von nun an zu rechnen mit einer sogenannten Alternativjause. Das finde ich großartig, weil diese Überdosierung von Fett und von Kohlehydraten kann auf die Dauer nur schädlich sein. Das weiß doch heutzutage schon jedes Kind. Ich bin blöd. Ich habe ja völlig vergessen, ich hab doch dem Dr. Winkler versprochen, weil der möchte sich über alle Heiligen, weil der sucht nämlich Autografe noch so. Was für Autografen? Weihnachten. Ich komme noch vorbei mit dem Nissen. Setz dich wieder hin. Komm, lass die Münchhausiaden. Nein, kneifen gibt's nicht. Probieren geht über Studieren, ist die Devise. Wirklich? Sonst bist du aber anderer Meinung, Ernsti. Wieso? Es geht um die Belange meines Magens und der muss jetzt gefüllt werden. Eben. Womöglich auch mit etwas Unerprobten, wenn es nur halbwegs schmeckt. Und wie? So, bitteschön, da wären die Köstlichkeiten. Na? Sie, bitte kommen Sie vor. Aber schwer, ich sag's Ihnen gleich. Im Moment, da darf ich vielleicht... In der Mitte. Wenn das alles runterfällt, ist eine zarte Frau, ist das ein bisschen schwer. Kamillentee, Schwarzer Tee. Ja, komm schon, bitte. Kamille, Malte. Ja. Es ist einfach zum Riechen. Ja, wenn man es riecht, merkt man es eh gleich. Ja, ich glaube, das ist die Malve. Das ist, glaube ich, Kamille. Das, ja, gib mir die Malve. Das ist die Malve. Das ist die Malve. Nein, aber das kann nicht der Schwarze. Ja. Das ist die Hagel. So, ja, was könnte man also sonst noch probieren? Was entschließt du mir? Grüß euch Gott, ich noch nie begrüßt habe. So soll ich euch zuerst erklären, was das alles ist? Ja, bitte. Also, das sind einmal Müsli. Das sind Haferflocken, wunderbare dabei, Äpfel sind drinnen. Ja. Dann ist das eine Topfencreme. Ja. Die Kekse sind Weizenschrotkekse. Ja. Und das andere, das ist eine Mischung mit Joghurt und geschrotteten Leinsamen und auch ein bisschen Äpfel. Also, ich habe nur eine große Bitte an euch. Tut's nicht gleich sagen, dass es grauslich ist, sondern tut's zuerst versuchen. Ja, guten Appetit. Danke. Und wer will Joghurt? Was willst du denn? Also nur Mut. Nein, ich weiß es.
Schmeckt's? Herrlich, aber mich musst du ja nicht erst bekehren. Ja, das ist ich kenne das ja schon viel länger. Ja. Und außerdem besteht überhaupt kein Zweifel, dass ich mich so ernähren möchte. Ne? Erstens, weil es mir wirklich schmeckt und zweitens, weil ich mich nicht als Kugel durch die Gegend rollen will. Und die Gefahr ist ja bei dir riesengroß. Na, Franz, mein Schatz, ist es sehr grauslich, wenn ich so deine vielen Falten auf der Stirn sehe, muss ich... Ja? Wenn ich die Wahrheit sagen sollte, müsste ich lügen. Also, nein, ich würde sagen, es ist ganz ausgezeichnet. Es ist ganz ausgezeichnet. Mein Pech ist, ich habe offenbar heute Mittag zu viel gegessen und dadurch ist jetzt der Magen so voll. Außerdem, weißt du, will ich ja nachher noch ein bisschen mit meinen Marken arbeiten. Und du weißt doch, wenn ich viel gegessen habe, wäre ich so müde, dass ich gleich einschlafe. Das könntest alles viel schneller und einfacher sagen. Jetzt hast du so drum herum geredet, das ist unglaublich. Das ist der Lavendelschmeck, gell? Das ist, ich meine, du denkst an deine Reserven. Also ich muss sagen, es schmeckt wirklich viel besser, als ich gefürchtet habe. Ja, das ist lieb ab von und dir. Und so trifft auch ein Müsli meinen Go. Danke für das Kompliment. Sag einmal, mein Schatz, und wie ist es denn mit unserem Feinspitz, mit unserem Guido, was sagst du dazu? Ja, ich muss sagen, meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Also, ja? Ich habe so einen Bauch. Was? Was hast du? Weil ich so viel gegessen habe. Schmeckt ja, wunderbar. Der ist ja herrlich, aber er hat auf mich ein bisschen so die Wirkung eines Schlummerpunsches. Bist du blass? Geht's dir nicht gut? Nein, danke, es geht mir auch. Ja, geht's dir gut? Ja, danke. Für mich geht's eigentlich auch sehr gut. Wir haben also, wie gesagt, einen harten Vormittag gehabt, wir zwei heute, aber das ist ja richtig, so soll es ja auch sein. Also, ich bin wirklich gerührt über den Geheimrat, wie der unseren Umsatz steigert. Also, welchen Geheimrat, bitte? Johann Wolfgang von G. Mein Gott, er müsste öfter Todestag feiern. Also, das ist fabelhaft, sag ich dir. Ja. Nein, aber wirklich, es ist erfreulich, nicht nur merkantil, sondern überhaupt... wie sich die Leute wieder interessieren für Werther und erfreut die Liebeslyrik und ja, so. Ja, das ist toll. Es kommen sogar Leute ins Geschäft, also, wo man glaubt, die kennen Goethe wirklich nur von seinem berühmten Zitat her. Ne? Bitte, ja, Heinz. Ich weiß nicht, woran Sie denken, aber Sie glauben nicht, wie viele Leute sich in der momentanen wirtschaftlichen Situation Trost suchen mit dem berühmten Goethe-Zitat, wir hoffen immer, denn in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln. Torquato Tasso. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Torquato Tasso zu seiner Zeit auch schon mit so viel Schwierigkeiten zu rechnen kommt. Aber ist gut, wir hoffen immer. Das ist etwas, was also für jeden Finanzminister der Welt ist das ein Wahlspruch. Er hofft immer. Ja, das ist mir ganz wurscht, ob der hofft oder nicht. Wir, ich bin wichtig und du, die Steuerzahler sind wichtig, ob die Kraft haben zu hoffen, ob der... Was das ist. Auch der Finanzminister macht es mir wirklich wurscht. Wenn du Finanzminister wärst, dann wäre es uns nicht wurscht, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mal da gut sein kann. Also jedenfalls, hoffen. Ich muss ehrlich gestehen, wie das hereingekommen ist, war ich verzweifelt. Und jetzt hoffe ich wieder. Aber nein. Ja, dass wir nächsten Samstag wieder einen Googie aufkriegen. Nein, das war ein blöder Witz. Nimm's nicht ernst. Es ist nur wegen der Pointe. Nein, es ist doch nur wegen dieser blöden, billigen Pointe. Das ist sehr gut. Das ist hervorragend. Vorige Woche war ich doch mit dem Dr. Müller aus München, weißt du, weil mit dem Essen. Und er ist auch ein Anhänger der Nouvelle Cuisine. Alles naturbelassen. Ja, kein Fett oder... eine Soße drauf. Aber diese Müsli, diese herrlichen, leckeren, die hat es nicht gegeben. Na, schade. Das ist schade. Ja, man müsste die eigentlich, weißt du, auf den Küchenzettel müsste. Man müsste, die... ja, aber ich meine, wenn du so begeistert bist, das ist sicher kein Problem. Vielleicht kann deine liebe Frau einige dieser Köstlichkeiten in ihr berühmtes Repertoire aufnehmen. Nein, bitte sehr. Was haben Sie gegen unsere Familie? Wollen Sie uns ausrotten? Nein, bitte sehr. Ich meine, die Elfie hat alle möglichen Vorzüge. Ja. Nur zu diesen allen möglichen Vorzügen gehört das Kochen nicht unbedingt. Franz, bitte tu der Elfie nicht unrecht. Ich habe schon etliche Mahlzeiten bei ihr ohne Magenverstimmung überstanden. Aber das ist zu arg. Bitte entschuldige, aber das ist mir so fad. Recht hast du. Man hält das nicht mehr aus. Diese Witze, das hat so einen Bart. Elfie, bitte lass dich doch nicht rollen von denen. Reg dich nicht auf. Aber bitte, nimm's nicht mehr. Diese blöde Pflanzerei wegen der dummen Kocherei, wie wenn das das Wichtigste auf
auf der Welt wäre. Nein, ist das ist nicht. Also wirklich nicht von solcher Bedeutung. Wenn man kann, außerdem kann man ja auch einmal, kann man auch einmal irgendwo essen gehen. Man muss ja nicht immer zu Hause kochen. Nein, das muss man wirklich nicht. Aber weißt du, auf die Dauer kommt das Essen im Lokal, auch wenn es gar kein teures ist, viel zu teuer. Kommt aber zu nein, teuer. Ich finde, es gibt jetzt so viele Lokale, die auch leicht kochen und wo es angenehm ist und die nicht so, so irrsinnig teuer sind. Und außerdem, ich meine, das muss ja nicht immer deine Sache sein. Kann ja auch ich euch einmal alle einladen. Nein, sag einmal, was willst denn du noch alles finanzieren? Nicht? Du, auf deinem Budget ist jetzt schon der Weihnachtsurlaub und da sind sämtliche Geburtstage und da sind die Klavierstunden von der Tini. Das hält doch dein Budget nicht mehr aus, das wird ja immer belastet. Aber du kannst doch der Mama zusätzliche Illustrationen verschaffen, jetzt wo du so gute Beziehungen zu Verlagen hast. Du, ich denke überhaupt nicht daran. Eure Mutter ist ausgelastet genug. Ausgelastet, ich wäre wahnsinnig. Warum ist sie da wahnsinnig? Ich habe viel zu tun, aber deswegen bin ich doch nicht ausgelastet. Was, wozu braucht sie mich denn schon? Wenn ich kann, viel tun kann ich eigentlich nicht mehr. Ja, sag einmal, was die Kinder sind groß, die kann nicht einmal mehr der Dienerl bei der Mathematikschularbeit helfen. Ja, das kann ich auch nicht. Also, aber trotzdem, wir brauchen dich doch, das musst du doch spüren. Du darfst doch nicht das Gefühl haben, dass du überflüssig bist in dieser Familie. Alle hängen an dir, wie die Marionetten. Also ich meine, das ist... Weißt du, warum lachst du da? Nein, wirklich, aber sie schupft doch den ganzen Laden. Ohne die Elfi geht es nicht. Und darum habe ich eben Sorge, dass du dich überanstrengst. Mit den zusätzlichen nebenberuflichen Dingen und Tätigkeiten. Verstehst du mich? Das ist nebenberuflich. Das geht einem schon so auf die Nerven. Es ist schließlich. Das ist. No. Wie soll ich dir das erklären? Aber schau, wenn eine Frau einen Beruf erlernt hat. Ja. Nicht? Dann hat sie Kinder, hat eine Familie, stellt den Beruf irgendwo in eine Ecke und. Hat eben jahrelang einen Nebenberuf gehabt. Aber warum soll man dann nicht wieder, wenn das alles vorbei ist und wenn sie nicht mehr so gebraucht wird, warum kann man denn nicht einmal dran denken, dass eben wieder zu seinem Beruf zurückzukehren und ihn wirklich auszuüben? Ja, aber Elfi, im Kurs, wenn das tust du doch jahrelang, tust du das doch schon, deinen Beruf ausüben, deinen Erlernten. Na, oder nicht? Ja, und nein. Ja, nein. Schau, wenn man so denkt, wie das mit dem Gretel ist. Eben, hauptberuflich, du wirst es machen. Na, da möchte ich dich doch bitten. Denk doch einmal nach. Möchtest du so ein Leben führen wie das arme Gretel? Na, ich bitte. Schau, heut hat sie sich so gefreut, dass sie zu uns kommen kann. Bums! Hat sie wieder einen Dienst für eine erkrankte Kollegin übernehmen müssen. Ja. Naja, ist doch wirklich wahr. Na, und du, das Gretel, aber ich bitte dich. Ah, ich finde, das Gretel macht eigentlich einen sehr glücklichen und sehr ausgeglichenen Eindruck. Und weil sie mich hat. ja, weil... Du hast ja recht. Weißt du, ich habe halt manchmal so das Bedürfnis, nicht nur Taschengeld zu kriegen, sondern so richtig mein eigenes Geld zu verdienen. Du, Elfi, diese Medaille hat auch eine Kehrseite. Und diese Kehrseite heißt Abhängigkeit und bis zu einem gewissen Grad auch Zwang. Sehr hoher Zwang. Ja, und über das alles wollte ich eigentlich mit dir jetzt endlich einmal reden. Ja, aber das tun wir doch eh. Warum muss das gerade jetzt und hier sein? Also, entschuldige vielmals. Entschuldige, nicht? Was soll ich entschuldigen? Das ist ja schließlich unendlich, ist das nicht so eine Sache. Wir sind nicht fremd und das Thema, was ihr da besprecht, ist ja nicht unaktuell. Also wollen wir uns an der Diskussion auch beteiligen? Was heißt das? Wieso nicht unaktuell? Was meinst du jetzt mit unaktuell? Also ich beginne zu begreifen. Die Elfi will also zu nicht ihre nebenberufliche Tätigkeit jetzt ausüben. Die Elfi möchte hauptberuflich tätig sein, nicht? Einen Fulltime-Job möchtest du haben, sozusagen, nicht? Ja, aber jetzt frage ich euch, wo ist er denn? Wo hat sie ihn denn? Wo ist denn das Angebot? Ja, das ist gar nicht so einfach heute. Diese Stellenangebote, die sind rar geworden, rar. Und besonders für eine Frau, die nicht mehr ganz, also... Was meinst du? Ja, lass mich ausreden. Ich sag's ja gerade. Ich möchte, dass du dich nicht zurückhältst. Sprich ruhig aus, was du denkst. Ich spreche es aus. Ich meine, ein Stellenangebot für eine Frau, die jahrelang dem Berufsleben sozusagen ein bisschen abhanden gekommen ist. In die Ecke stellen, hast du vorhin gesagt. Ja. Für die ist es besonders schwer, wieder einen Job zu kriegen. Einen Full. Ja. Time. Danke. Nein, ich meine, du hast ja vollkommen recht. Ja. Es ist nämlich wirklich wahr. Ich meine, eine Frau, die
Die schon ein bisschen also ich meine, was? Eine Frau, die schon ein bisschen, also ich meine, nicht mehr so ganz taufrisch ist, wolltest du sagen, ne? Ja, das ist ja wahr. Was heißt taufrisch? Das ist also ein relativer Begriff, ne? Du bist sehr frisch. Ja, mit Stephans Turm darfst du das nicht vergleichen. Naja, also die Elfi hat schon einen gewissen Sinn recht. Heutzutage, wenn einer über 30 ist, gleichgültig ob Mann oder Frau, heißt es ja schon, der ist zu alt. Ich habe da eine neue Annonce gelesen, da stand also drinnen, versierter Diplomkaufmann wird gesucht, der jahrelang gewohnt ist, selbstständig zu arbeiten und über große Erfahrung verfügt, Höchstalter 28 Jahre. Also woher der das alles nehmen soll mit 28 Jahren? Du, übrigens 28 Jahre. Wie ich noch aktiv war, also mal ein Wiener Theaterdirektor zu mir gekommen, hat mir eine Geschichte erzählt, sein Reporter zu ihm gekommen und hat gesagt, wissen Sie, ist schon was Wahres dran bei diesem Sprichwort, trau keinem über 30. Na, der Theaterdirektor gesagt, ja, bitte, Sie mögen ja recht haben, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Hat der Reporter gesagt, ja, also ich bin 28. Hat ihm der Theaterdirektor erwidert, wissen Sie was? Da gebe ich Ihnen einen Vorschuss, ich traue Ihnen schon heute nicht. Das ist gut. Wer kann das gewesen sein, dieser Theaterdirektor, der so generös ist mit Vorschüssen? Ne? Ich verrate ihn nicht. Na gut, wunderbar. Ist diskret. Diskretion, Ernst. Na gut. Mir wurde ein fixer Posten angeboten. Mhm. Ein gewisser Dr. Staufer, das ist der Besitzer einer Werbeagentur. Ja. Hat mir eine Position als Chefdesignerin angeboten. Für was? 14 Monatsgehälter und Krankenkasse. 14 Monatsgehälter und Krankenkasse? Für dich? Ja, für mich, aber ich habe es natürlich nicht angenommen. Warum? Das ist ja klar. Nein. Warum nicht? Entschuldige, ich kann es doch nicht annehmen. Ja, wieso kannst du nicht? Ich muss doch meinen Mann fragen. Ja, und du solltest das auch ganz, ganz vorsichtig, so um fünf Ecken herum, Elfi. Ist mir leider nicht gelungen. Ja, ich merk's. Ach so, ja. Ich gratuliere dir, Elfi. Bitte? Ich gratuliere dir. Meinen Glückwunsch. Wirklich. Ich sag das ohne jede Ironie. Ja, das ist doch fabelhaft. Wunderbar. Ach so. Jetzt begreife ich erst. Du hast nämlich den Posten schon, nicht den Job. Aber natürlich, du hast den schon und jetzt im Nachhinein, so pro forma, wird der sture Patriarch um Erlaubnis gebeten. Sei nicht so ungerecht, Ernstl. So, das ist ja gar nicht wahr. Nein, sie hat sich überhaupt noch nicht entschieden, die Elfi. Ich kenne die Geschichte ganz genau. Ja, du kennst sie? Ja. Ich habe den Eindruck, alle kennt ja sie, nur ich kenne sie nicht. Das ist wie im französischen Lustspiel, ne? Der Ehemann erfährt immer alles als Letzter. Ja, also jetzt muss ich dir was sagen, ich höre auch jetzt zum ersten Mal davon. Aber ich finde das ganz toll, wirklich wahr. Weil die Mama hat doch die ganze Zeit nur mit der Herumwurstelei mit der Familie verbracht, nicht? Vertan. Und jetzt soll sie endlich auch einmal was tun, was ihr Spaß macht. Ja, also es ist ein sehr bedenkliches Zeichen für Emanzipation, wird es, wenn man die Zeit, die eine Frau für ihre Familie aufgewendet hat, als vertan bezeichnet. Ja, das ist sehr gescheit. Emanzipation, das geht ja so, zergeht ja wie Schokolade auf die Zunge. Na, wie Emanzipation. Ja, aber dabei denkt keiner mehr darüber nach, dass Emanzipation heißt Loslösung. Ja, ne? Und das ist doch überhaupt nicht das, was die Mami tun will. Naja, um es kurz zu fassen, ein bisschen den Stieß möchte ich euch heute geben, um sich lafitisch auszudrücken. Ja, gut, das drückt dich nicht lafitisch aus, du bist jetzt auch noch Öl ins Feuer gießen, bitte ich lass deine Witze. Aber nein, wozu denn die ganze Aufregung? Ich verstehe es vollkommen, die Elfi hat jetzt das Bedürfnis, ihre Situation zu ändern, nicht? Das braucht sie, sie will ihre Situation ändern und deshalb braucht sie einen Prozess der Selbsterfahrung. So also, wie du einmal deine Situation ändern wolltest, nicht? Ja, natürlich. Ja. Nur, ich habe keine Selbsterfahrungsmöglichkeit gehabt. Ich bin ins Wasser gesprungen. Also, erfahre dich selbst, gell? Bitte? Du sollst dich selbst erfahren. Entschuldig bitte, ich weiß es wirklich nicht. Ich verstehe dich jetzt wirklich nicht. Wie meinst du das? Nur so, wie ich es gesagt habe, ganz wortwörtlich, nicht? Stehst auf jeden Tag um 6:30 in der Früh, auch wenn es so wie heute neblig ist und stockfinster bereits und im Winter dann Minusgrade hat, stehst du auf, dann turnst du wie jeden Tag und gurgelst und machst das Frühstück und isst das Frühstück mit uns, ohne uns, je nachdem wann wir aufstehen, dann haust du dich in dein Auto und kaufst ein und dann durch die Stadt, die verstopften Straßen, fährst du ins Büro und dann fesch sein, kreativ sein bis um 6 Uhr am Abend und dann kommst du nach Haus und dann wirst aber du womöglich... Nein, aber das ist ungeregelte Arbeitszeit.
Unregelmäßig. Das ist gut. Das ist fabelhaft. Eine Farbe. Max. Elfie. Max. Ja, natürlich, Max. Du, es ist auch für mich ein Vorteil. Es ist, wenn ich egoistisch denke, ist es eine Erlösung für mich. Ja, was glaubt ihr, wie oft ich mir den Kopf zerbrochen habe und immer noch zerbreche? War das richtig, dass ich meine feste Anstellung aufgegeben habe und mich auf dieses Abenteuer mit dem Herrn da eingelassen habe? Glaube mir, die Buchhandlung ist Balsam für deine Seele, lieber Ja, für Ernst. Meine Seele vielleicht, aber auch für die Nerven und für die Brieftaschen, na, wir werden sehen. Ja, aber jedenfalls... Jetzt pass mal auf, ja. Ich habe das die ganze Zeit angehört. Das ist ja alles sehr schön und gut, was du sagst. Aber so in allem hast du doch nicht recht. Ich meine, ich will mich nicht in eure Intimsphäre einmischen, aber eine kleine Empfehlung, wie man bei der UNO sagt, wird sie mir doch erlauben. Ja, die dann nicht befolgt wird. Ich meine, bei der UNO. Ja, die wird auch sonst nicht befolgt. Also überleg dir einmal, Elfi. Ja. Das ist ein harter Job, so ein Designer. Das ist nicht so, wie du dir vorstellst. Könnte doch sein, dass sensitiv, wie du bist und sensibel, dass dir das Ganze über den Kopf wächst. Und daher ist mein Rat, macht's doch das, was der alte Farkas schon immer gesagt hat. Schaut euch das an. Nein, meine, man muss ja alles erst probieren, bevor man sagt, schau das nicht. Moment, diesen Job. Sie soll einen Probemonat machen, das ist durchaus üblich. Ja. Und vielleicht wird sie nach diesem Probemonat feststellen, es ist großartig und sie will bleiben. Vielleicht wird sie aber auch feststellen, dass das für sie viel zu anstrengend ist und dass sie gern wiederum zu deinen Fleischtöpfen zurückkehrt. Ja, und dann wird der Ernst sicher bei seinen polychromen Talenten einen herrlichen Hausmann abgeben. Ja, und der Heinz muss endlich mehr arbeiten in der Buchhandlung. Ich bin wirklich sprachlos. Worüber? Franz, sprachlos, wie liberal du dieses Thema behandelst. Unglaublich. Wie das einmal bei uns in unserer Ehe diese Frage aktuell war, das ist zwar schon sehr lange her, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da warst du ganz anders. Ja, ich erinnere mich durchaus daran und dein Vorwurf ist absolut berechtigt. Das glaube ich. Um es kurz zu sagen, ich hätte das damals nicht tun sollen. Du warst eine großartige Schauspielerin, du hast fabelhaft ausgeschaut, schaust noch immer fabelhaft aus. Komm, sprich, bleib beim Thema. Ja. Du hättest eine große Karriere gemacht. Ja. Trotzdem hast du nicht wollen, dass die Oma vom Theater weggeht. So nein, nicht trotzdem, sondern deshalb. Ich habe nämlich gefürchtet, die Hilla mit ihrer Schönheit, mit ihrer Begabung, ich war ein armer, junger Bursch, ich habe auch nicht viel verdient, nur wie leicht hätte sie jemand finden können, der schöner war wie ich, reicher war wie ich, eleganter war wie ich. Oder aber, ich hätte in die Rolle des Prinzgemahls kommen können, nicht wahr? Derjenige, der so mitrennen darf, den man mitnimmt auf die Reise, so wie ein Koffer oder wie ein Hund, nicht wahr? Also ich denke da so an manche Filmschauspielerinnen, die dann so ein Anhängsel mit haben. Und das wollte ich gerne vermeiden. Das ist sehr lieb gesagt. Nein, gar nicht. Irgendwie sieht man dich so in einem, also ich meine, wo du selber gesagt hast, du warst damals nicht so schön wie heute. Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Doch, ich habe nur gesagt, dass ich damals nicht schön war. Von heute wie nach nicht gesagt. Du bist ja. Richtig, ja. Nur gehört einem sowas unterjubeln, ja. Ich finde es ganz interessant, dass er jetzt gesagt hat. In einem anderen Licht. Und was meinst du? Moment, lass mir noch einmal etwas sagen. Der Ernst hat da was gesagt von sturer Patriarch und so. Ja. Das ist eine plötzlich jetzt so eine Formel geworden, sturer Patriarch, der die Damen im Persönlichen will und einvernehmen und so, ist alles nicht wahr. Alles nicht wahr? Wir sind arme Teufeln, wir fürchten uns schier, wie wir sind, dass wir solche Schönheiten wie ihr seid, dass wir euch ganz einfach an einen anderen verlieren. Ja. Und wir wollen unser Liebstes nicht verlieren. Ja, aber das ist doch irrsinnig egoistisch gemacht. Damit hast du verhindert, dass die Oma eine große Karriere macht, dass sie sich selbst verwirklicht. Das ganze Gespräch hat ja hier... Ich bin tief gerührt. Ich könnte auch zum Thema des missverstandenen Patriarchen noch allerhand beitragen. Leider erlaubt es meine Zeit nicht. Und ich muss die erlauchte Gesellschaft heute von meinen Geistesblitzen leider entbinden. Aber ich werde das nachholen. Ich muss wirklich zum Doktor. Und ich habe meine sprichwörtliche Pünktlichkeit nur wegen des herrlichen, lukulischen Angebotes. Also gut, Scherzwort auf den Lippen. Bitte schön, gnädige Frau, ich hätte noch 8 Topfencreme und ungefähr 9 Müslis. Wer möchte noch von der Cousine was haben? Also für mich wäre das ein echtes Bedürfnis, Madame Bocuse, aber leider, ich bin heute Abend noch zum Nachtmahl eingeladen und diese Menschen dort haben vielleicht noch keine Ahnung von dem,
den Seligkeiten und segensreichen Neuerungen der Nouvelle Cuisine und werden mich wahrscheinlich mit grauenvollen Schweinsstelzen vollstopfen, die ich dann aus lauter Höflichkeit hinunterwürgen werde. Sie mir leid tun, Herr Guido, wirklich. Ich danke Ihnen schön. Denken Sie an mich, wenn ich die Schweinsstelzen esse. Das wird furchtbar werden. Auf Wiederschauen, auf Wiedersehen. Ja, und Sie, Herr Sektionschef, wie ist mit Ihnen? Na, bitte mit mir jetzt nichts, weil ich will noch ein bisschen was arbeiten und sonst schlafe ich ein. Na, Frau, was mache ich mit den Garten? Aber das macht doch überhaupt nichts. Stellen Sie es in den Eisschrank. Ah, aber es warm. Hält sich bis morgen. Es wird wunderbar schmecken. Und wir brauchen uns nicht den Kopf zerbrechen um ein neues Dessert. Das ist wahr, ja. Ich bin mit Engi nämlich eingeladen zu einer wirklichen neuen Küche, zu einem Eisel. Und da gibt's handgewurzelte Mohnnudeln auf die Stelle. Bochene Mais, bei dir werde ich zur Katze. Na, lauter Sachen, die man sonst wirklich nirgends kriegt. Kennen Sie in der Frühstück, dass mir das schon sehr viel Spaß macht. Ich wünsche allgemein einen schönen Sonntag. Danke. Hilla, die kann die nicht anrühren. Es darf nicht. Das sind meine Haferflocken. Ja, die Hälfte hängt dann da beim Mund herum. Schämst du dich denn? Gar nicht. Gibt es dir etwas, wenn ich mich schäme? Na ja.